Integrierte Arbeit ruht auf drei Säulen, wie wir das nennen. Das eine sind die Kulturprogramme, das zweite ist die Spracharbeit, also die Förderung der deutschen Sprache und auch die eigenen Sprachkurse. Und das dritte, alles, was mit Bibliothek und Informationen zu tun hat. Das im Ideale Goethe-Institut ist ein Ort der Begegnung, wo man sich trifft, wo man hingeht, weil es dort interessante Angebote gibt. Deutsch spielt im Goethe-Institut eine ganz zentrale Rolle. Und mehr dazu kann Eva Marquardt sagen, die Leiterin der Spracharbeit im Goethe-Institut New York und in der Region Nordamerika. Die Goethe-Institute sind in den USA an 6 verschiedenen Standorten vertreten. In L.A., in San Francisco, in Chicago, in Washington, Boston und New York. Unsere Arbeit beschränkt sich aber nicht auf diese Standorte, sondern wir sind im ganzen Land vertreten. Zum Beispiel in Philadelphia auf der ECTFL. Das Goethe-Institut ist wie jedes Jahr auf der ECTFL in Philadelphia vertreten. Das ist die größte Sprachmesse in den USA. Es sind 7000 Menschen nach Philadelphia gekommen, um sich zu überlegen, wie sie das Sprachlernen noch besser und erfolgreicher gestalten können. Wir bieten Workshops an, wir bieten Präsentationen an. Wir haben einen Messestand hier in der Exhibition Hall in Philadelphia. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern des Goethe-Instituts hier in den USA gehört an allererster Stelle der Deutschlehrerverband, das ist die AATG. Wir arbeiten seit Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Ich bin einer der besten Freunde des Goethe-Instituts. Also die Sprache, die deutsche Sprache ohne Goethe wäre keine deutsche Sprache. Ohne das Goethe-Institut gibt es keinen Deutschunterricht in Amerika. Und ich meine das nicht, weil ich mal einfach mit den meisten Leuten befreundet bin, weil ich das wirklich daran glaube. Deutschland und Europa also werden vergessen ein bisschen, ja. Also die Zukunft liegt in Asien, das ist die Idee, und Europa ist die Vergangenheit. Und in Vergessenheit gerät eben die Bedeutung Deutschlands und die Bedeutung Europas. Ich denke, dass die deutschen Mittler in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Institutionen ein sehr gutes Angebot machen, sowohl für Lernende an Schulen als auch an Universitäten und Colleges. Dass es aber manchmal daran fehlt, dass diese Angebote, die natürlich am Ende auch mit Erfolgen, sprich Zertifikaten, erfolgreich abgelegten Prüfungen verbunden sind, eine Anerkennung hier finden. Besonders Ökonomie, internationale Wissenschaft, zum Beispiel Business Administration, sagen wir auf Englisch und Deutsch, Science and German, Engineering and German, solche Sachen, hat man eine bessere Chance, wenn man Deutsch studiert, als zum Beispiel, wenn man Spanisch oder Französisch studiert. Also die beste Werbung für die deutsche Sprache ist, wir müssen jung bleiben, wir müssen aktuell bleiben. Wir müssen mindestens 10 Jahre im Voraus vordenken. Nicht nach hinten, nach vorne. My name is Lindsay. I'm from Springfield, Pennsylvania, right outside Philadelphia. And I have an exchange student from Munich. I really wasn't thinking about Germany, I guess. I mean, we had students come to school with the GAP program before. And I never really, I mean, I was like, oh, I always want an exchange student. And then my mom finally was like, yeah, sure. I just remember being really nervous and not knowing what we were going to do. And then when she finally got here, she's just like a regular teenager, just like me. Ich komme aus München, aus Grünwald, das ist ein Vorort von München. Und ich bin jetzt gerade in Springfield, Pennsylvania. Ich mache einen 6-Monate Austausch in den USA. Ich lerne hier anders Englisch, weil hier muss ich können, ich muss es sprechen, anders können die Leute mich nicht verstehen. I want to learn German because I want to be a part of that culture, and going there I don't want to just be in like the American, it's all about America. I'm going there, so I should be a part of their culture. They're here and learning our culture, so just my part in that. I think that they'd be very interested in learning about German designers, German technology designers, and I think the kids have good access to content and the internet, but that's not enough. It's not all there. We definitely need a lot more content that's accessible to them, and access is cross-cultural comparisons, like we do in the collaborative projects with our partner schools. Those things would be really, really useful to our students.